Let's play Games of History. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Games of History Diablo. In der letzten Folge sind wir hier im Level 13 herumgestromert, haben einige coole neue Ausrüstung gefunden, unter anderem dieses Night Sword, verschiedene Plattenrüstungen, dieses tolle Holzbrett, dessen Eigenschaften wir wahrscheinlich in dieser Folge noch ergründen werden. Und ja, und jetzt schauen wir mal runter ins Level 14. Vielleicht vorher mal speichern. So, und weiter geht's. Die Knochentreppe hinab. Das sieht doch aus wie ein gefallener Held. Ah, wusste ich doch. Hatte nur ein bisschen Geld dabei. Klar. Wenn man halt so in den Taschen hat als Toter. Maelstrom, das sieht wieder nach Magie, nach Kettenblitzen aus. Gegen die wir nicht allzu viel im Petto haben. Leider. Säure. Säure? Was ist eigentlich Säure? Säure gibt's hier überhaupt nicht. Ist Säure Magie? Feuer oder Lightning? Der Griswold hatte einen Ring mit Blitzresistenz. Vielleicht hätten wir den mal nehmen sollen. So ganz ohne. Und die dämliche Rüstung will ich auch nicht wieder anziehen. Ihr merkt das Dilemma, in dem ich mich befinde. Ah, noch einer. Also, es ist witzig, dass die meisten Helden, die haben es bis ins Level 12 oder 13, 14 geschafft. Davor findest du überhaupt keine Leichen. Jetzt habe ich irgendeinen Trank aktiviert. Und die tun mir unglaublich viel weh mit ihrer scheiß Magie. Das gefällt mir gar nicht. Aha, wo läufst du denn wieder hin? Du dämliche Bitch. Wir machen zwar viel Schaden, aber unsere Defense, gerade im magischen Bereich, ist zurzeit nicht so gut. Ich habe irgendeine Schriftrolle aktiviert, keine Ahnung, was die gemacht hat. Aber für irgendwas wird es schon gut gewesen sein. So. Wir lassen uns nicht beirren, wir schauen weiter. Da kennen wir gar nichts. Au. Ah, oh ne. Viele magische Wichser. Das gibt ordentlich auf die Schnüss. Nee, 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 so geht das nicht. Das ist nicht gut. Da müssen wir ganz dringend was tun. Nee, Resis brauchen wir. Resis. Wir brauchen Resis. Resis. Jo, Resi. Grüß dich. Puh. Ja. Wir verbrauchen mal noch die Tränke, bevor wir wieder hochgehen. Und nach Resis suchen. Jo, Resi. Wo bist denn? Hilfe! Ja, wir sind eigentlich wie ein Magier, ne? The Sword of Justice is swift and sharp. Ja, das klingt gut. Wir sind wie ein Magier. Wir teilen viel aus und stecken wenig ein. Aha.
Der Ersatz hört sich jetzt irgendwie merkwürdig an. Wir stecken natürlich auch viel ein, aber wir halten wenig aus. So, das meinte ich eigentlich. Der sieht ja irgendwie komisch aus. Dieses Cap. Da geht schon runter zu Level 15, aber das ignorieren wir natürlich wie immer geflissentlich. Denn wir haben ja noch nicht alles erkundet. Da ist schon wieder ein Held. Da haben so viele runtergeschafft. Ist der Wahnsinn. Keiner ist vorher gescheitert. Alle erst hier in der Hölle. Na, es sind ja alles geköpfte Leichen. Vielleicht wurden die auch aus einem anderen Level hierher geschafft, damit hier einfach die Atmosphäre aufgewertet wird. Das kann natürlich auch sein. Könnte ich mir gut vorstellen. Welchen nehme ich denn jetzt? Einen kleinen. Links oben müssen wir nochmal gucken. Was da so ist. Wahrscheinlich noch mehr Blitzheinis und von allem mehr. Mehr von allem. Ah, diese Säure mag ich auch nicht so. Oh nö. Da muss man echt höllisch aufpassen. Die fotzen nicht schneller weg, als du Hi Happen Uhaha sagen kannst. Da ist irgendein Schmuckstück gedroppt. Das höre ich doch am Klang. Na, da ist er. Ein Ring. Der gibt uns bestimmt Resist Everything 50. Das wäre heiß. Heißer als diese leicht bekleideten Damen jedenfalls. Was ist denn das? Firewall. Ich ziehe als Krieger eine Firewall nach der anderen casten, oder wie stellt ihr euch das vor? Nein, nicht mein Style. Sorry. Suray. Das ist nicht mein Style, yo. Da ist noch einer. Am liebsten war mir bisher der, der eine magische Plattenrüstung dabei hatte. Nicht schlecht. Ah, Vitality. Das schluckt man gleich. Das gibt uns einen dauerhaften Boost auf unsere Lebenskraft. Immer gern genommen. So, haben wir sogar 30% Magic Resist. Ich weiß gar nicht, warum das so reinhaut. Blitz, ja. Da haben wir 0. Ne, ist natürlich alles, sind Werte, für die ich mich wirklich schäme. So brauchst du nicht in der Hölle erscheinen. Wirklich nicht. Na komm, zier dich nicht so. Du willst es doch auch. Ja, jetzt habe ich dich. Ich komme dir hinterher. Du riechst so gut? Nee, ich glaube nicht. Muss mal aufpassen. Der Game. Das ist ein Geschieße. Oh, oh, oh. Rückzug, taktischer Rückzug. Ah!
So, wir kommen wieder. Wir weichen vielleicht mal kurz zurück, aber dann kommen wir auch schon wieder. So. Hey, da geblieben. Cauldron benutzen wir mal später. Hallo? Also Gold gibt's hier zum Sauffordern. So viel Gold können wir gar nicht ausgeben. So, wir schauen mal in die Stadt. Da wären wir auch schon wieder. Hier ist immer so friedlich. Unten da geht die Wutz ab und hier. Du, 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 du. was wollten wir eigentlich? Wir wollten erstmal identifizieren. 17 to Magic, ja super. Den Ring haben wir uns doch gewünscht, oder? Das verkaufen wir später. Den Ring wahrscheinlich auch. Nö. Ringe nimmt der Griswold, glaube ich. Das ist Lightning. Ja, pff. Nehmen wir mal wieder den. Ich meine, sind beide kacke mittlerweile. Ein bisschen Resi ist besser, als gar nichts mit der Resi zu tun zu haben, sage ich immer, ne? Also dieser Klapp, dieses Holzbredel, das hat einfach 7 mehr Schaden. Hier hätten wir das auch geklärt. Wieso kann ich gerade die Sachen verkaufen, die ich anhabe? Das finde ich nicht gut. Oder war ich im Reparieren? Ja. Ach so, ich habe diesen... Ich war im Reparieren. Ich glaube, 23 Hitpoints ist mittlerweile einfach nichts mehr. Boah, 9000 kostet das zum Reppen. Wir haben zwar viel Gold, aber der Griswold, der langt auch schon ganz schön zu. Ja komm, dann nehmen wir den Ring mal. Was? Nicht genug Gold. Dir werde ich zeigen, Junge. Hast du hier mal den Haufen gesehen? Kannst dir einen Stack wegnehmen. Wow, what can I do for you? So, Koboldring. 15 zu allen Attributen, das ist natürlich schon geil. Der ja, auch nett, nett. Aber ich glaube, gerade brauchen wir den dringender. Hier haben wir noch einen Haufen zum Einkaufen. Beim lieben Pippin. Ich kaufe jetzt nur noch die guten Tränke. Was sollen wir denn mit dem anderen Mist? Außerdem können wir uns die mittlerweile leisten. Ist halt ein bisschen blöd, weil man nicht nur Enter drücken kann. Und dadurch dauert es länger. Dafür sind die natürlich viel geiler. Sortieren, sortieren, sortieren. Ich würde mal sagen, wir brauchen noch 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Sortieren, sortieren, sortieren. So. So, dann packen wir es wieder. Schön war es mit euch, aber uns zieht es wieder in die Hölle. Warum schickst du mich in die Hölle? Die Missionstor activate. So, da wären wir wieder. Ja, ich glaube rechts unten. Müssen wir nochmal gucken.
Schrein wollten wir aktivieren. The hands of man may be guided by fate. Den hatten wir schon mal. Ach, hier kommen wir her. Da ist nichts mehr. Hier geht's noch nach oben in eine kleine Sackgasse. Ich glaube, hier hoch müssen wir noch mal gucken. War ich eigentlich hier unten? Ja, war ich. Nach wie vor trägt er das wie ein Einhandschwert, wo es ein Zweihänder ist. Ah, jetzt tut es auch schon nimmer so weh. Ihr kleinen Doofen. Oh, 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 oh. Erstmal die harte Bitch. Oh, 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 oh. Ah, au, 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 au. Hilfe. Ich weiß nicht, vielleicht war das mit der harten Bitch doch nicht so eine gute Idee. So, taktischer Rückzug. Tränke auffüllen. Currently in progress. So. Wir hauen gestärkt zurück. Puh, das waren jetzt ganz schön viele auf einmal. Die haben hier ordentlich das Life weggefetzt. Scheiß Magie, scheiß Säure. Blitz ist jetzt mit 64% nicht mehr so schlimm. Ich glaube, die Spezialbitch ist schon tot, oder? Started Leather Armor. Unverzaubert. Coaster Poiton. Ja, Level up, yippie! Aber doof, wie die uns hier um die Säulen rennen lässt. Ja, jetzt lockt sie mich wieder in die neue Gegner rein. Nicht mit mir. Mutti. Yo Mama. Ach kommt, Leute. Die läuft wie so eine dämliche Bitch durch die Gegend. Na komm her. Schmecke den Stahl meiner Klinge. Ja. Du hast doch eh keine Chance. Die Zeit ist auf meiner Seite. Hoffe mal. Och kommt, Leute. Lass mich doch mal im Level aufsteigen. Nein, sie führt mich zu noch viel mehr Gegnern. Wir werden nie im Level aufsteigen. Das ist mir gerade bewusst geworden. Das hat die Spezialbitch gedroppt. Ziemlich nett von ihr, wie ich finde. So, ah, Gold. Gold nehmen wir noch gerne, aber wenn dann irgendwann alles voll ist mit Gold, dann vielleicht nicht mehr so gerne. Hä? Ach so, ich habe meinen Skill zum Reparieren angewandt. Das wollte ich doch gar nicht.
So, das füllen wir auf. Im Level steigen wir auch auf. 70, 85. Jetzt wäre es schön, aber ich habe noch 3 Punkte über. Na, hier rein. So, soviel dazu. Hier war nichts mehr. Mana-Tränke brauchen wir nicht. Aua. Hier ist noch ein Körper. Und eine Bitch. Und ein gehörnter Depp. Schon vor Weiben kann man sehen, da kommt der Depp daher. So. Kein Entkommen mehr für dich aus der Ecke. Wenn wir jetzt die fastest Hit Recovery Armor anhätten, mal interessieren, ob das dann was brächte. Müsste eigentlich schon was bringen, ne? So, ich glaube, das war es mal wieder für dieses Level, oder? Mal kurz gucken. Ja, ja. Doch. Ich würde schon sagen. Wo sind wir? Hier. So. Okay. Und wo geht's raus? Ich glaube, hier unten war das. Ist auch witzig, dass der Säurehaufen irgendwann seine seine Säurenhaftigkeit verliert. Nur die ersten paar Sekunden, nachdem das Vieh stirbt, ätzt die Säure auch. Danach verwandelt sich zu Wasser. So, hier geht's runter zu Level 15. Aber was uns da erwartet, das sehen wir natürlich leider erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.